Ich habe in New York an den Nachrichten gearbeitet. Und worin besteht diese Arbeit? Ich habe Fragen gestellt. Durch Fragen gehen Reporter der Wahrheit auf den Grund. Ich bin die Produzentin. Ich wähle das Team aus. Wir sind die erste Liga. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich habe vielleicht was für die Wahl. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist möglicherweise unerlaubt dem Militärdienst ferngeblieben? Er hat da nicht einen Tag zugebracht. Was denen in seiner Akte nicht gefallen hat, haben sie in den Papierkorb geschmissen. Und haben sie diese Dokumente? Heute Abend haben wir neue Informationen zum Militärdienst des Präsidenten. Auf eine großartige Story. Etliche Blogger sagen, sie könnten die Dokumente exakt so erstellen, und zwar mit Microsoft Word. Mehrere Experten haben erhebliche Zweifel. Sie starten eine Untersuchung. Das ist übel. Wir lassen das nicht zu! Wir lassen uns nicht in die Pfanne hauen, nur weil wir die Frage gestellt haben. Denk bitte nicht mehr an mich. Du musst jetzt deinen Kopf retten. Ich hätte keine Fragen stellen sollen. Du musst dich vor dem Gremium behaupten. Du musst kämpfen. Jemand muss uns diese Dokumente bestätigen. Das ist kein Prozess, es ist eine Jagd. Sie haben Ihre politischen Überzeugungen in Ihre Berichte einfließen lassen. Das habe ich nicht getan. Wo haben Sie Ihre Überzeugungen hier nicht einfließen lassen? In unserem Bericht ging es um die Frage, ob der Präsident seine Pflicht erfüllt hat. Niemand will darüber sprechen, sondern nur über Schriftarten und Fälschungen. Und Sie beten zu Gott, dass die Wahrheit dadurch auf der Strecke bleibt.